Hallo und willkommen. Willkommen zur Online-Themenwoche Digitale Schule. Auf den Kulturwandel kommt es an. Sie sind im Webinar Großer Wurf oder kleine Schritte. Wie kann der Weg zur digitalen Schule aussehen? Ich bin Christina und ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Vorab, Sie haben ja schon vielleicht das ein oder andere mitbekommen in dieser Themenwoche. Wir sind quasi im Endspurt. Wir sind aber noch nicht fertig. Ich möchte ganz kurz erzählen, was Sie schon alles vielleicht gehört haben. Es gibt einen Radio-Morgenkreis, es gibt ein Tagesbriefing, es gibt heute noch weitere Webinare, es gibt bereits die Webinare, die gelaufen sind in der Aufzeichnung. Also Sie werden rundum versorgt. Eine herzliche Einladung will ich aussprechen zum Barcamp morgen. Wir haben ja ein vorab geplantes Programm für Sie vorbereitet, in der Hoffnung, dass wir Ihren Wissensdurst damit stillen können und befriedigen können. Und gleichzeitig möchten wir einladen, Sie einladen, Ihre Fragen zu stellen und sich beim Barcamp zu beteiligen. Und es ist tatsächlich auch überhaupt nicht notwendig, einen Input vorzubereiten und so weiter. Und da der Hinweis, Sie können auch sehr gerne spontan teilnehmen. Morgen um 10 geht es los. Das vielleicht als kleiner Werbeblock. Da kommt auch perfekt getimt der Hinweis im Chat, wo Sie noch mehr darüber erfahren können. Jetzt aber zum Jetzt und Hier und Gleich. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam in diesem Webinar sind und es geht um verschiedene Wege zur digitalen Schule, sage ich mal ganz salopp. Dazu später mehr. Ich möchte erstmal meine Mitwirkenden inhaltlicher Natur und organisatorischer Natur kurz vorstellen. Zum einen Sandra Wille von der DSA, von der Deutschen Schulakademie. Hallo Sandra, grüße dich. Sandra wird vor allem den Chat im Blick haben und das Mentimeter. Wir werden über Mentimeter vor allem ihre Fragen sammeln können und die dann auch einbringen können in diesem Webinar. Also da gerne auch jetzt schon mal vielleicht ein zweites Endgerät bereithalten oder auch den Browser Ihrer Wahl. Wie genau, erkläre ich dann später. Und ich möchte begrüßen, quasi auf die Bühne kurz heben und begrüßen Matthias Wysocki, Entschuldigung, Wysocki, Wysocki, mein Gott, grüße dich. Hallo Matthias, Hallo. kleiner Ja, Versprecher. ich habe mir extra einen schwierigen Namen Du hast ausgesucht. dir extra einen schwierigen Namen ausgesucht und über den bin ich jetzt gestolpert. Hallo, Bild Hallo. und Ton klappt, schön, dass du da bist. Später gleich mehr zu dir. Ja, Bis ich freue später. mich. Fünfmal geübt vorher. Und Michi Pehle ist bei uns. Hallo. Hallo. Hallo, auch er wird einen Impuls halten, was genau und so weiter, erkläre ich später. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Es geht um den großen Wurf und die kleinen Schritte. Wie gelingt denn nun der Weg zur digitalen Schule am besten? Wir schauen uns da anhand der Kollegen zwei Beispiele an von zwei unterschiedlichen Wegen, die gegangen wurden. Die hatten auch unterschiedliche Gründe, warum sie die Wege gehen. Das vielleicht schon vorab, mit unterschiedlichen Ansätzen. Der eine Weg, der gegangen wurde, ging über viele Jahre hinweg, war mit viel Abstimmung, mit viel Partizipation verbunden, um dann digitale Geräte zu etablieren. Der andere Weg spielte sich sehr kurzzeitig ab, im März 2020, wo ein sehr kurzfristiges Verfahren gewählt werden musste. Sie wissen sicherlich auch, was ich anspiele, und ein großer Wurf dadurch auch gelang, relativ schnell, eigentlich rasant schnell, die komplette Infrastruktur ins Digitale zu bringen. Das als kleines Vorab, auf was Sie sich einstellen. Es wird so ablaufen, dass wir erstmal so ein bisschen warm werden in verschiedenen Breakouts, also kleineren Austausch, in einem Austauschraum. Und dann wollen wir natürlich wissen, wer im Raum ist, wer Sie sind. Und dann gibt es zwei Impulse von besagten Herren, die also aus ihren Schulen und von ihren Erfahrungen berichten. Und dann werden Sie auch noch die Möglichkeit haben, in einer kleinen Austauschrunde sich über Ihre vielleicht nächsten Schritte auszutauschen, überhaupt natürlich nochmal sich über Fragen auszutauschen oder was Sie eben halt jetzt für diesen Moment, was das Thema betrifft, brauchen. Ein Hinweis möchte ich noch geben. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das haben Sie vielleicht schon gesehen, weil über mir blinkt die ganze Zeit etwas.
Es wird tatsächlich aufgezeichnet, um das so ein bisschen auch zu dokumentieren und auch im Nachgang auch zur Verfügung zu stellen, auch für Sie natürlich. Es wird aber tatsächlich nur das abgefilmt, was im Großen zu sehen ist. Also weder Sie noch der Chat ist dann tatsächlich in der Aufzeichnung zu sehen, das als Hinweis. So viel dazu. Jetzt möchte ich dazu übergehen, dass wir uns liebevoll genannte Murmelgruppen überlegt haben, tatsächlich für 3 Minuten vielleicht kurz zusammenzukommen in sogenannten Breakout-Räumen, die die Software hergibt. Wir beamen Sie jetzt, ohne dass Sie tatsächlich etwas tun, in kleine Räume mit Ihnen und 4 weiteren Personen. Und Sie können sich gerne Ihre Kamera einstellen, wenn Sie möchten, und Ihren Ton anmachen und sich kurz austauschen. Ich gebe Ihnen 2 Fragen mit. Die eine Frage ist, kann man Sie hören? Kann man Sie sehen? Das ist dann für den zweiten Austausch, den wir auch noch planen, auch ganz gut zu wissen. Und vor allem die Frage, was möchten Sie heute aus diesem Webinar mitnehmen, dass Sie sich da kurz warm reden mit den anderen im Raum? Das machen wir jetzt. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß und wir sehen uns in 3, 4 Minuten in diesem großen Raum wieder. Bis dahin. Hallo zurück. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen ersten Austausch. Freue mich, dass Sie wieder da sind. Und wir wollen gerne auch weiterhin ein bisschen warm laufen und Sie fragen zunächst einmal, welcher Funktion Sie heute hier sind. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, 3 an der Zahl. Das bedeutet, Sie können auf den Link klicken, der jetzt im Chat erscheint. Und das heißt menti.com, www.menti.com, das ist Mentimeter. Und dort werden Sie aufgefordert, einen Code einzugeben. Das können Sie sich auch gerne rauskopieren und direkt auf den Link im Chat klicken. Das ist manchmal ein bisschen günstiger, wenn man nicht genau weiß, wo Sie hier was öffnet. Und dort können Sie die erste Frage nach dem, in welcher Funktion sind Sie heute hier, beantworten. Und das lassen wir mal so auf uns wirken, wie da so die Verteilung ist der Personen, die da sind. Sie sehen auch weiter unten dann, wie viele Personen schon abgestimmt haben. Da gucke ich dann auch drauf, wann wir so weitergehen in den Fragen, wer denn so hier ist und in welcher Funktion Sie heute hier sind. Also manchmal schließt sich auch Lehrerin sein und ein Elternteil sein nicht aus. Und gleichzeitig ist es ja auch manchmal unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext. Da warten wir noch ein Momentchen, genau. Der Schwerpunkt ist gesetzt, sehe ich an Menschen, die da sind. Okay, dann gehen wir weiter und schauen uns die nächste an, die nächste Frage, die wir da vorbereitet haben. Und das ist zu wie viel Erfahrung haben Sie mit digitalen Medien an der Schule gemacht? Das ist natürlich bei allem Respekt, was auch Ihren Erfahrungsschatz möglicherweise angeht, natürlich eine sehr kurz gegriffene Frage. Das ist uns auch klar. Und gleichzeitig wollen wir so ein bisschen wissen, ja, wieso die Verteilung im Raum ist, wie Sie auch selber das einschätzen. Das ist natürlich dann ein Mittelwert, der gebildet wird. Insofern einfach so ein kleines Störungsbild. Das dürfte relativ schnell gehen. Dann machen wir weiter. Für uns sehr spannend auch zu wissen, welche Fragen sind im Raum. Also welche Frage interessiert Sie heute am Thema des Webinars gemessen am meisten? Also ganz gerne kurz und knapp, damit auch die Referenten sehen, welche Bedarfe, welche Fragen sind im Raum und wir sie dann auch in den anschließenden Diskussionen mit einbringen können. Das ist für uns sehr gut zu wissen, im Sinne von, dass wir die gerne natürlich auch stellen wollen, diese Fragen und beantworten wollen. Warten wir auch noch mal. Lassen Sie es mal so auf sich wirken, auch was die anderen Teilnehmenden angeht.
Grundlegende Fragen sehe ich hier. Wir werden auch über Gelingen und Bedingungen sprechen, ne? Also das vielleicht als kleine Vorab. Wie gesagt, die Referenten sehen auch die beiden, die wir eingeladen haben. Okay, dann danke ich sehr an dieser Stelle. Freue mich über Ihre Beteiligung und Ihre Fragen. Und gehen wir über und wollen mal ein bisschen gucken in die erste Schule. Dafür haben wir uns den didaktischen Leiter der Schiller-Schule Bochum eingeladen. Matthias, kommst du auf die Bühne? Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und wie Christine gerade schon sagte, ich bin also didaktischer Leiter der Schiller-Schule Bochum. Und das ist ein städtisches Gymnasium. Circa 1000 Schüler haben wir dort, 80 Kollegen. Und die Schiller-Schule ist 100 Jahre alt geworden letztes Jahr. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Also eine Schule, bei der man vielleicht gerade nicht vermutet, dass sie medial gut aufgestellt ist. Ich hatte es ja schon gesagt, genau. In Matthias Impuls geht es vor allem darum, so ein bisschen zu gucken, wo habt ihr angefangen, was waren da die Punkte auch. Ich möchte noch einen Hinweis geben, auch weil schon viele Fragen im Raum sind, dass wir auch dafür, also für die konkreten Fragen, die die Leute an dich haben, eine Mentimeter-Umfrage vorbereitet haben. Das ist der gleiche Link und der gleiche Code. Und da gibt es sozusagen nochmal die explizite Aufforderung, eine Frage zu stellen. Und wir fühlen uns dann in der Lage, ich würde das dann so ein bisschen gucken, dass wir die natürlich an dich weitergeben und auch dann an den zweiten Referenten. Insofern, wir freuen uns sehr, dass du uns auf eure Reise mitnimmst. Und die Bühne gehört dir. Ich wünsche viel Freude und bis später. Okay, Dankeschön. Ja, eine Sekunde. Die Schiller-Schule Bochum, sagte ich gerade schon, ist 100 Jahre alt geworden letztes Jahr. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir zu diesem Anlass letztes Jahr dann den Deutschen Schulpreis auch dort den zweiten Platz gewonnen haben. Und darüber will ich aber gar nicht ganz viel erzählen. Ich könnte über alle möglichen Aspekte sprechen. Heute soll es ja um Digitalisierung gehen. Ich habe mir gesagt, ja, diejenigen, die zuhören, wir haben das ja gerade auch an die Mentimeter-Umfragen gesehen, haben ganz unterschiedliche Interessen und Voraussetzungen. Ich habe das mal versucht, anhand dieser W-Fragen zu gliedern. Und daran wird vielleicht auch schon ein bisschen der Prozess deutlich, den wir beschritten haben. Damals, ich spreche jetzt von vor 4 Jahren, haben wir nämlich angefangen, an unserem Digitalisierungskonzept zu arbeiten. Da waren wir wirklich die Einzigen in der Stadt, die sich aufgemacht haben. Und viele haben sich auch umgeguckt und uns gefragt, warum macht ihr das denn? Warum müsst ihr euch jetzt mit Medien beschäftigen? Muss das denn sein? Und wir haben uns diese Frage auch gestellt. Für uns war zwar so klar, wir wollen moderner werden in dem Bereich, aber wir haben auch gesagt, bevor wir jetzt irgendwelche technischen Details klären oder uns in Grabenkämpfen verlieren, welche Gerätegruppe nimmt man, für welche Firma entscheidet man nicht sich, wollen wir doch erstmal pädagogisch eigentlich erstmal gucken, was wollen wir denn eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin pädagogisch? Und insofern stand also die Frage nach dem Warum ganz am Anfang bei unserem Entwicklungsprozess vor 4 Jahren. Und wenn man so will, gibt es auch einen Grund, warum wir vor genau 4 Jahren angefangen haben. Es stand nämlich an, dass unsere Schule kernsaniert wird. Also eine 100-jährige Schule, die sah nicht mehr ganz so hübsch aus. Und da waren wir grundsätzlich sehr dankbar, dass der Schulträger gesagt hat, die wird jetzt saniert. Klammer auf, leider wird sie immer noch saniert. Also einmal eine Baustelle im Haus, die wird man so schnell nicht wieder los. Das kennen vielleicht auch einige aus ihren Schulen. Ja, und das war aber eine unheimlich spannende Zeit, dass wir erstmal mit dem ganzen Kollegium diskutiert haben und dann aber eigentlich mit der gesamten Schulgemeinde diskutiert haben, wo wollen wir eigentlich hin? Und warum wollen wir das machen?
Und das finde ich insofern spannend, als dass die Frage nach dem Warum heute eigentlich gar keiner mehr stellt, weil durch Corona ist das irgendwie allen plötzlich vollkommen klar. Gott sei Dank ist allen das jetzt klar, dass in Digitalisierung mehr investiert werden muss. Aber ich glaube, trotzdem lohnt es sich auch heutzutage noch, sich mit Kollegen, Schülern und Eltern darüber auseinanderzusetzen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Und wir haben damals so ein Leitbild aufgestellt für unser Medienkonzept, also kein Leitbild im Sinne eines Schulprogrammleitbilds, sondern jetzt wirklich speziell fürs Medienkonzept. Und das ganze Leitbild können Sie gerne auf unserer Seite schiller-bochum.de nachlesen. Da finden Sie das gesamte Medienkonzept auch dargestellt. Aber so ein Kernpunkt daraus ist eigentlich hier jetzt zu sehen, das ist die Frage nach dem Mehrwert. Und ich muss ein bisschen lachen, weil in akademischen Kreisen ist das total verpönt, über den Mehrwert bei digitaler Bildung zu sprechen. Ja, das hat auch durchaus seinen Grund, aber wenn Sie mit Eltern und Schülern gemeinsam planen und sie überzeugen wollen, auch sogar selber Geräte anzuschaffen, dann behaupte ich, wird man auch heute nach wie vor nicht drum herum kommen, doch einmal zu definieren, was soll das Ganze und warum müssen wir das jetzt eigentlich alle machen? Und das haben wir im Diskurs mit der Schulgemeinde selber so herausgearbeitet. Wir sehen einen echten Mehrwert dadurch, dass wir mehr Partizipation im Unterricht ermöglichen können. Zum Beispiel dadurch, dass Schülerergebnisse frei zuschaltbar sind, von jeder Zeit, von jedem Platz aus, ohne dass ich es erstmal auf Folie ziehen muss oder unter eine Dokumentenkamera halten muss. Ich kann besser individualisieren, indem ich schneller binnendifferenziertes Material verteilen kann, besser differenzierte Recherche- und Arbeitsaufträge verteilen kann, auch Material besser einsammeln kann. Dann der große Aspekt Interaktion und Kollaboration. Viele der Zuschauer und Zuhörer haben gewiss sich schon mit dem 4K-Modell auseinandergesetzt. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt für uns in unserem Medienkonzept. Wie schaffen wir mehr, diese sogenannten 21st-Century-Skills ins Zentrum zu bringen, dass Schüler also mehr miteinander im Team arbeiten? Dann natürlich noch ein ganz einfacher Aspekt, dass man einfach mit digitalen Medien deutlich mehr visualisieren kann, aber auch eben Lernprozesse dokumentieren kann. Und wir haben das dann zur Corona-Zeit als sehr ja, unterstützend erlebt, dass eben die Administration von Lernprozessen, aber auch von Schule selbst viel einfacher funktioniert. Ich glaube, Lernmanagementsysteme sind mittlerweile in aller Munde. Vor 3, 4 Jahren mussten wir noch erklären, warum wir sowas überhaupt brauchen und warum wir glauben, dass das notwendig sei. Natürlich auch medienkritische Reflexion. Glauben wir, kann wirklich nur erfolgen, wenn Schüler tagtäglich auch damit umgehen. Also ich kann mir auch kein Urteil erlauben, übers Autofahren, wenn ich selber nicht Auto fahre. Und so sehe ich das auch mit Medien. Wenn ich einmal im Monat in den Computerraum gehe oder einmal im Monat einen Tabletwagen in den Klassenraum schiebe, können Schüler nicht ernsthaft medienkritisch erzogen werden. Sondern für uns war wichtig, das Konzept muss irgendwie so aussehen, dass die Schüler ständig und dadurch selbstverständlich mit digitalen Endgeräten umgehen. Und die Hoffnung dabei war, und sie hat sich auch erfüllt, dass sie dann auch den Nimbus des Besonderen oder des Coolen oder Peppigen verlieren, sondern dass sie eben zu einem normalen Arbeitsmittel werden. Den letzten Punkt, den finde ich jetzt spannend, nicht als Lehrer, sondern weil ich auch selber Vater von 2 Kindern bin. Viele schwere Schulbücher werden durch digitale Medien ersetzt und auch das kann ich bejahen. An unserer Schule sind die Bücher nicht verschwunden und werden sie auch nicht verschwinden, aber sie haben sich reduziert und nur noch ganz wenige Bücher werden mit nach Hause genommen, weil man sich Seiten eben auch, die man für die Hausaufgabe braucht, entweder abfotografieren kann oder PDFs vorliegen oder in einigen wenigen Fächern haben wir sogar voll digitale Schulbücher, mit denen gearbeitet wird. Also das war damals unsere Annahme schon, die sich auch jetzt mittlerweile bewahrheitet hat. Und das war für uns, waren für uns die Grundsätze, warum digitales Lernen wert ist, die Mühe zu machen, die wir uns gemacht haben und diese Kraftanstrengung wert sind. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben verschiedene Dinge gemacht. Sie sehen ganz rechts, das können Sie nicht lesen und das muss auch gar nicht sein, so eine farbige Tabelle. Wir haben wirklich eigentlich jeden Tag aufgeschrieben, wie in so einer Chronologie, was wir wann gemacht haben und welchen Aspekten von Planung das entspricht. Wir haben also hospitiert in anderen Schulen, die schon weiter waren als wir. Wir haben Kongresse und Messen besucht. Wir haben Netzwerke geknüpft und gesucht. Wir haben in wissenschaftlicher Literatur recherchiert zu vielen Fragen, die dann im Planungs- und Beteiligungsprozess auch entstanden sind. Wir haben Experten gefragt und haben natürlich unser Kollegium ganz intensiv fortgebildet. Jetzt mittlerweile schon ist das jetzt das 4. Jahr, wo wir sowohl Kollegen an die Schule holen, aber auch selber Fortbildung kollegiumsintern organisieren.
Dann, uns ist immer die demokratische Kultur sehr, sehr wichtig. Wir haben ein Beteiligungsverfahren gemacht, das fand 2018 statt und dort, das habe ich jetzt schon öfters erwähnt, eben so einen Diskurs angestoßen. Sie sehen hier Themenfelder, 5 Fragen, die wir gemeinsam diskutiert haben und dann hinterher in so einer Überblicksmatrix auch zusammengefügt haben. Und daraus ist sowohl unser Grundsatzprogramm geworden zum Medienkonzept, aber auch das Medienkonzept an sich. Und hier sind ganz viele wertvolle Tipps und Beiträge noch eingezogen worden. Wie sieht die Organisation bei uns an der Schule jetzt ganz konkret aus? Wir waren uns sicher, wir wollen keine isolierten Klassen, wir wollen keine Tablet-Klassen, die erstmal anfangen, sondern wir haben gesagt, wenn, fangen wir mit ganzen Jahrgängen an. Und das hat sich auch als gut herausgestellt. Da man nicht mit einer ganzen Schule auf einmal anfangen kann, und ich sagte schon gerade 1000 Schüler, das ist schon eine Hausnummer, haben wir mit den Jahrgangsstufen 5 und 7 begonnen. Wir wollten wissen, wie das unterschiedliche Alter sich auch auswirkt hier auf die Nutzung der Geräte. Wir haben elternfinanzierte Geräte gewählt. Das heißt, die Eltern bezahlen die Geräte, aber wir bestimmen, welcher Gerätetyp es ist. Bei uns sind das iPads, die aber schulisch gemanagt sind. Dazu gleich mehr. Ganz wichtig hat sich im Beteiligungsverfahren herausgestellt, dass diese Geräte einen elektronischen Stift haben. Das war vor allem auch die Auseinandersetzung mit Lernpsychologen, die uns gesagt haben und auch Studien gezeigt haben, wie viel deutlicher doch der Lernunterschied ist, ob ich handschriftlich schreibe oder nur tippe. Und uns war auch ganz wichtig, dass Medienerziehung hier nicht in einem Fach ist, in Informatik oder Computer und Co., sondern dass alle Fächer aufgerufen sind, medienerzieherisch zu wirken. Ja, jetzt kommen leider ein paar Fachbegriffe, aber ich versuche sie so gut wie möglich zu erklären. Das sind die Punkte, die wir infrastrukturell bedenken mussten. Also Endgeräte, sagte ich gerade, Eltern finanziert. Bei uns sind das iPads. Wir haben aber einen Medienpartner gefunden, der dort ein unschlagbar günstiges Angebot gemacht hat, auch Ratenzahlung gemacht hat. Und wir haben dafür gesorgt, dass der Förderverein einspringt, wenn eben Kinder oder Haushalte sich das nicht leisten können. Das ist also sichergestellt worden, dass wir hier keine soziale Spaltung der Schülerschaft haben, sondern dass das übernommen wird. Jetzt momentan springt das Land NRW sogar ein und sagt, förderwürdige Schüler kriegen die auch vom Land bezahlt. Und wir sind auch dran, das als Bildungs- und Teilhabemittel anerkennen zu lassen beim Schulträger. Ja, ansonsten Endgerätemanagement. Die Schüler müssen keine Apps vorher runterladen. Die werden automatisch auf die Geräte geschoben. Und wir können dadurch, wenn wir es denn wollen, auch die Geräte in Prüfungsmodus versetzen. Das heißt, wenn wir also mit Prüfung schreiben oder wenn wir aber den Eindruck haben, dass einige Schüler noch nicht reif genug sind, damit angemessen umzugehen im Unterricht, dann können wir die Geräte stumm schalten oder gewisse Funktionen einschränken. Davon machen wir allerdings relativ wenig Gebrauch, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja, WLAN, das ist natürlich das A und O, da ist der Schulträger wirklich in der Verantwortung. Das hat bei uns lange gedauert, allerdings muss man sagen, im Endeffekt haben wir doch eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Schulträger hier und der hat also Access Points und Glasfaserkabel in die Schule gelegt. Wir haben dann auch darauf eingewirkt, dass wir im Haus einen eigenen Server stehen haben und ein Lernmanagementsystem haben und das ist ein Begriff, der ist jetzt relativ neu, erst so in der Öffentlichkeit. Durch Corona ist erst deutlich geworden, wie wichtig das ist, so ein System zu haben. Da gibt es verschiedene Anbieter, ich will hier auch gar keine nennen, aber das hat sich doch als unerlässlich und auch als sehr vorteilhaft erwiesen, um eben Schülern Aufgaben zuzuteilen und hier ja, die Schüler auch deutlich selbstständiger arbeiten zu lassen als sonst. So ist bei uns das digitale Lernen organisiert, um einfach mal so einen Überblick zu haben. Wir haben in unserem Kollegium 12 Kollegen, die hier in diesen verschiedenen Arbeitsgruppen arbeiten. Sie sehen überblicksartig, was es da so zu tun gibt. Und das ist auch gut so, dass das auf vielen breiten Schultern ist. Wir haben auch darauf geachtet, dass das nicht nur medienaffine Kollegen sind, sondern auch Kollegen, die ja, sag ich mal, durchschnittlich medial aufgestellt sind und dadurch aber einen guten Vorbildcharakter auch an die anderen Kollegen haben, dass die also sehen, ich muss jetzt kein Informatiker sein, sondern meine Mitkollegen können das, dann kann ich das auch. Also wir setzen grundsätzlich sehr viel auf unser Motto Sog statt Druck, ja, dass wir als Schulleitung nicht top-down sagen, so muss es sein, sondern dass es eher attraktiv scheint für andere, das auch zu tun. Ja, das will ich jetzt in der Kürze der Zeit erstmal nur so als Überblick geben. Ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte, auf die wir gleich eingehen können, aber so viel erstmal zum Einstieg. Ganz lieben Dank an den Punkt, lieber Matthias. Danke für die
umfangreiche, also kurzweilige und dennoch umfangreichen Einblick in eure Arbeit bislang. Darf ich eine Frage stellen, ganz kurz? Sicher, natürlich. Tipptopp. Ich habe eine Bitte, die letzte Folie, weil ich nämlich gerade eben den Kaffee geholt habe. Die letzte Folie kam und ich sah sie nur noch am Rande. Ob ich die noch einmal sehen darf, das wäre fantastisch. Wenn ich dann Ihren Kaffee sehen darf, dann können wir das machen. Nein, ich... So. Dann kann ich die Zeit etwas füllen, dass der Matthias das in Ruhe machen kann. Ja. Die Präsentationen, sowohl die Videos als auch die Präsentationen, werden zur Verfügung gestellt. Dann weiß ich nicht, ob das auch rechtlich geht in dem Fall. Und ja. Gleichzeitig, das geht. Gut, also das ist auch der Hinweis. Genau, nochmal kurz wirken lassen. Wunderbar. Okay. Dann, lieber Matthias, ganz lieben Dank für die Darstellung der kleinen Schritte, um das aufzubauen, aufzugreifen, was wir im Titel stehen haben. Wir sehen uns gleich nochmal mit einer Diskussion gemeinsam mit Michi Pehle. Aber zunächst erstmal zu ihm. Danke dir, Matthias. Bis gleich. Ja. Ja. Dann switchen wir die Bundesländer. Wir gehen von Bochum nach Hamburg zur Reformschule Winterhude. Hallo. Hallo, lieber Michi. Hallo. Hallo. Michi haben wir eingeladen, Michi Pehle von der Winterhuder Reformschule in Hamburg. Da ging es etwas knapper zu in der Zeit, in der, also es war kein langer Prozess, den gab es nicht. Und gleichzeitig wirst du uns, glaube ich, mitnehmen in die letzten Wochen bzw. Monate, wo es für viele, die auch hier sind, von jetzt auf gleich hieß, Schule zu, trotzdem weitermachen. So kann ich es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ich übergebe das Wort. Ich wünsche dir viel Freude, viel Spaß beim Zuhören und bis dann. Ja, hallo. Ich bin Lehrer an der Stadtteil- und Reformschule Winterhude. Ich arbeite da seit einem Jahr. Ich habe letztes Schuljahr dort angefangen. Und unser Veränderungsprozess oder unser Sprung in die Digitalität hat etwas anders funktioniert. Und weil vorhin schon die Frage nach Gelingensbedingungen war, ich glaube, die erste große Gelingensbedingung für diesen unfassbar rasanten Weg war, dass unsere Schulleitung gewechselt hat vor 1,5 Jahren. Also sie kam ein halbes Jahr vor mir. Maike Schubert ist von der Steinschule in Neumünster nach Hamburg an unsere Schule gewechselt und hat digitale Ideen mitgebracht und hat gesagt, ich weiß, wie es geht. Lasst uns zusammen anfangen. Und hat dann in dem ersten halben Jahr, bevor ich kam, mit der Schulgemeinschaft ein neues Framework geschaffen, in dem wir uns, Matthias, ähnlich wie ihr, überlegt habt, was soll der Mensch können? Also wir ist in dem Fall übertrieben, weil das war vor meiner Zeit. Was muss der Mensch können im 21. Jahrhundert? Und die Schulgemeinschaft hat sich da auch sehr am 4K-Modell orientiert. Und das war der Boden, der bereitet war, als ich dort an die Schule kam. Da war auch schon klar, um diese Kompetenzen umzusetzen in der heutigen Welt, in der Kultur der Digitalität, brauchen wir ein Lernmanagementsystem. Und ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Die Suche nach dem Lernmanagementsystem hat uns woanders hingeführt. Denn sie hat uns dazu geführt, dass wir in Corona, wie man an den Zahlen da unten vielleicht sieht, sehr erfolgreich unsere SchülerInnen begleiten konnten. Mit einer Kommunikationsplattform Microsoft Teams. Die Entwicklung möchte ich kurz beschreiben. Wir haben parallel dazu auch eine 1:1-Ausstattung mit Get Your Own Device, Matthias, ähnlich wie ihr, auch mit iPads angefangen. Allerdings nicht in einzelnen Jahrgängen, sondern bei uns war klar, wir machen das für die gesamte Schule, beziehungsweise in dem Fall für die gesamte Sekundarstufe. Wir sind eine Langformschule, die es in Hamburg gibt. Wir haben von der Vorschule bis zum 13. Jahrgang alle. Und das heißt, wir haben ungefähr 1200 SchülerInnen. Und wir wollten mit den 900 SekundarstufenschülerInnen anfangen und sind auch da auf einem guten Weg. Aber das ist ein anderer Entwicklungsbereich. Jetzt möchte ich über Teams sprechen. Wir haben also, jetzt gucke ich mal, wie geht die Folie weiter? So geht es weiter. Im Dezember 2019 waren wir auf der Suche nach einem LMS, nach einem Lernmanagementsystem und haben
hatten, weil jemand anders über ein Barcamp Kontakte zu Microsoft hatte, hatten wir Microsoft-VertreterInnen im Haus, die uns Teams vorgestellt haben. Und uns war sofort klar, nee, ein Lernmanagementsystem, wie wir uns das vorstellen, lässt sich damit nicht machen. Aber dann haben die irgendwann angefangen, von OneNote zu sprechen und dass man OneNote über ein Kursnotizbuch mit den SchülerInnen verwenden kann. Und dann waren Philipp Bumiller, mein geschätzter IT-Kollege und ich, und Herr Schopper auch, wir waren da sofort und dachten, oh, OneNote, weil wir selber OneNote genutzt haben für unsere Unterrichtsvorbereitung und dachten, oh, das ist doch spannend. Und haben im Dezember 2019 angefangen, haben gedacht, okay, wenn das eine Möglichkeit ist, OneNote an die SchülerInnen auszurollen, dann probieren wir das. Haben das angefangen mit 2 Lerngruppen, im Dezember bereits. Und Philipp Wampfler hat am Mittwoch bereits über Microsoft Teams, also über Tools in der Kultur der Digitalität gesprochen. Und bei uns ist genau das Gleiche passiert wie bei ihm, als sie Teams ausprobiert haben, nämlich erstmal nichts. Die SchülerInnen waren nicht begeistert. Plötzlich konnte man Aufgaben verteilen, plötzlich haben die Aufgaben gesehen und es gab Abgabedaten und so. Waren nicht begeistert. Und wir wussten nicht so richtig, wir haben gedacht, okay, wir probieren das weiter, wir werden weiter ausprobieren, werden uns weiter darin einfuchsen und dann wird das schon. Ja, und dann kam Corona. Und wir hatten, also am 16.03. war der erste Tag der Schulschließung und 2 Wochen vorher waren Märzferien in Hamburg. Und am 13.03. hat die Schulleiterin über das Team, wir haben dann, also KollegInnen-Kommunikation lief in Teilen schon über Teams, zumindest in unserem digitalen Zirkel, hat sie die Frage gestellt, wäre es theoretisch möglich, das auch für alle auszurollen? Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, dann macht bitte. Und dann haben wir innerhalb von 3 Tagen alle SchülerInnen angelegt, als Nutzer eingepflegt, also alle 950, wir haben im Jahrgang 5 angefangen, 5 bis 13, haben die Lehrer angelegt, haben dann angefangen, die Teams vorzustrukturieren, die Klassen, also Teams für einzelne Klassen, hatten uns überlegt, oh, klassenweise, fachweise, wie machen wir das am besten? Haben da, also ja, 3 Tage unserer Ferien intensiv da reingehängt, sind auch schon in so einen Flow gekommen. Boah, das ist spannend, boah, was man da alles machen kann, was man da alles machen. Und guck mal, das geht noch und das geht auch. Und ja, und dann kam am 15.03. kam die Nachricht, die Schule wird nicht beginnen. Und dann kamen aber alle LehrerInnen am 16.03. Und dann haben wir an dem Tag die LehrerInnen in das System geholt, haben einen kurzen mit Abstand und allem, was man da schon machen musste, haben eine Schulung gemacht, haben ihnen über Videotutorials, also in einem weiteren Kreis hatten wir Leute, die konnten Videotutorials machen, die haben wir in den 3 Tagen auch schon angesprochen, haben gesagt, hey, wir haben hier das neue System, das kommt jetzt, kannst du mal ein Tutorial machen, wie logge ich mich ein? Und wir brauchen ein Tutorial, wie hole ich meine SchülerInnen in Teams und so weiter und so fort. Dann hatten wir mehrere Videotutorials, haben die LehrerInnen geschult und am 17.03. die sind nach Hause gegangen mit der Aufgabe, kontaktiert eure Kinder, sagt ihnen ihre Zugangsdaten und bringt sie in euer Team und kontaktiert sie langsam. Und dann war die Vorgabe bis zum Ende der Woche, bringt alle SchülerInnen, bringt so viel wie möglich rein in Teams und macht noch keinen Unterricht, sondern sagt erstmal Hallo, guckt, dass ihr alle ankommt. Und dann seht ihr da unten die Zahlen. Wir hatten am Ende der Woche 97% der SchülerInnen im System. Und wir hatten, also bis zum Ende hatten wir 7 Familien, die gesagt haben, sie möchten nicht daran teilnehmen, aus Datenschutzgründen. Und ansonsten waren alle in diesem System. In der Zeit der Schulschließung haben wir dann nach der ersten Woche haben wir dann angefangen, langsam uns an Unterricht zu gewöhnen. Dann haben die Lerngruppentreffen begonnen. Das heißt, die Klassen begannen meistens mit einem Morgenkreis. Nicht um 8, sondern eher so gegen 8.30 Uhr, 9, 9.30 Uhr. Mit meinen 12-Klässlern haben wir uns immer um 10 getroffen. Das war sehr, sehr individuell, je nachdem. Das hing auch vom Rhythmus der Lehrkraft ab, von dem Biorhythmus der Lehrkraft. Und wie man es eben mit seiner Lerngruppe ausgemacht hat. In den kleineren Lerngruppen haben sie sich 2-mal getroffen, in den größeren 1-mal. Wir hatten Planungsgespräche mit jeder SchülerIn, haben wir 1-mal die Woche ein Planungsgespräch geführt. Wie weit bist du? Wie sieht dein Arbeitsplan aus? Was musst du gerade tun? Haben dann angefangen, das Logbuch, das unsere SchülerInnen sonst führen. Also wir in einem Reformschulkonzept, in dem wir arbeiten, arbeiten die SchülerInnen sehr, sehr selbstständig und sind an das selbstständige Arbeiten gewöhnt und protokollieren das sonst in einem normalen Logbuch. Dieses Logbuch haben wir digitalisiert, nach OneNote gebracht.
Und das war auch, kann ich vielleicht jetzt schon mal sagen, eine der Sachen, die die KollegInnen und auch die SchülerInnen gesagt haben, das wollen wir unbedingt behalten. Wir wollen die Planungsgespräche weiter über Teams machen. Denn, vielleicht kann ich auch das schon vorne wegnehmen, Beziehungsarbeit, darüber haben Beate Rupp-Ulich und Jan Dombrowski auch in der Themenwoche gesprochen am Dienstag. Beziehungsarbeit war überraschend gut möglich. Und es war fast besser, Planungsgespräche waren besser als in der Schule, weil man mehr Ruhe hatte, Beziehungsarbeit war wirklich überraschend gut möglich. Genau, und was auch überraschend war, wie gut Konferenzen stattfanden, wie gut Konferenzen funktionierten, Abteilungskonferenzen, LehrerInnenkonferenzen, mit zum Teil mehr als 80 TeilnehmerInnen, die wir dann auch wöchentlich jeden Montag gestartet haben, um auch Informationen aktuell zu streuen. Als die Schulschließungen langsam endeten und wir in so einen Schichtbetrieb, in Hybridunterricht kamen, haben wir das System weitergemacht, dass im Klassenraum ein Bildschirm stand und über diesen Bildschirm SchülerInnen von zu Hause und in der Schule miteinander arbeiten konnten. Was eine Sache war, die sehr, sehr schön war zu beobachten, seht ihr gerade hier, dass plötzlich die LehrerInnen sich gegenseitig befruchtet haben und gegenseitig geschult haben mit dem System. Überhaupt, das gemeinsame Lernen war gigantisch. Was ist unter KollegInnen, dass manche SchülerInnen und manche KollegInnen sind aufgeblüht in dem Digitalen, was man vorher nicht von ihnen wusste, dass sie das können. Da möchte ich auch schon zum Fazit kommen. Also was ist das wirklich Positive, die Lernkurve der KollegInnen zu beobachten? Zu sehen, plötzlich sind wir sind wirklich auch Lernende. Es ist sofort verfügbar, Vorteile können sofort erlebt werden und die Bedenkenträger waren an dem 16. März, standen vor dem Schultor, als wir alle gingen und uns verabschiedeten, standen Leute, die dem Prozess vorher sehr, sehr skeptisch gegenüberstanden und haben gesagt, vielen Dank, dass ihr uns das an die Hand gebt, dass wir jetzt Kontakt mit unseren SchülerInnen aufnehmen können, dass wir weiterarbeiten können. Ja, wir haben also in 3 Monaten das System kennengelernt, eingeführt und umgesetzt und in der gesamten Schule mit unfassbar positiven Erfahrungen, mit positiven Erlebnissen gefüllt und haben aber noch ganz viel Arbeit vor uns, nämlich jetzt gerade sind wir wieder in Präsenzunterricht gestartet und es geht nicht mit der gleichen Dynamik weiter wie vorher. Das heißt, Matthias, ich glaube, ganz viel, was ihr vorher geleistet habt an Kommunikationsarbeit, die müssen wir jetzt nachträglich leisten und nachträglich nochmal Leute mitnehmen und nochmal Leute davon überzeugen, das ist Kultur der Digitalität, die wir hier erleben. Genau. Und damit bin ich auch schon am Ende. Ganz lieben Dank an dich auch. Lieben Dank für die Einblicke. Lieben Dank für das Teilen eurer Erfahrungen. Dankeschön. Ich mache mal so ein virtuelles. Danke dir sehr. Dann holen wir mal den Matthias mit auf die Bühne. Es sind nämlich ein paar Fragen eingegangen, die Sandra sich genauer angeschaut hat. Nummer 4 wäre Sandra Wille. Sandra, hallo. Was gibt es für Fragen? Ja, das ist eine Frage, die viel geliked wurde. Auch war die Frage nach, habt ihr die Eltern ins Boot geholt? Weil in der Elternschaft wird hier noch mit kommentiert, geht es ja auch sehr breit auseinander, was unter digitaler Schule verstanden wird. Wie habt ihr die in euer Konzept mit reingeholt? Ja, also Eltern sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Erst recht eben, wenn die natürlich auch diejenigen sind, die dann die Geräte bezahlen sollen im Endeffekt. Insofern haben wir vor allem, sage ich mal, ganz, ganz viele Informationsveranstaltungen, ganz, ganz viele Gesprächsrunden gemacht. Also das erste Jahr waren wirklich viele Abende, wo wir Informationen gestreut haben, vorgestellt haben, was wir bisher beobachtet haben bei Hospitationen und an Kongressen, Gesprächsrunden, Teilgremien, die getagt haben. Und das war eine unheimlich wichtige Zeit. Da ist auch sehr viel Kritisches auch genannt worden. Und das war aber gut so, weil wir dadurch in eine sehr detaillierte Diskussion gekommen sind. Und allen klar wurde,
egal von welchem Standpunkt man das aus sieht, es gibt jetzt nicht das eine Konzept, was man jetzt einfach mal so umsetzt, sondern man muss sich doch wirklich nochmal gründlicher mit allem beschäftigen und das gründlicher diskutieren. Und das war insofern wirklich gut so, weil wir haben, sage ich mal, sehr lange gebraucht, bis wir dann losgelegt haben. Also es waren wirklich 2,5 Jahre, bis dann der erste Jahrgang gestartet ist, die wir als Vorbereitungszeit hatten. Dafür ist dann der Start total geräusch- und problemlos verlaufen. Und ich glaube, das war, weil wir vorher uns diese Zeit genommen haben und eben auch so auch auf die Kritiker zugegangen sind und ihnen auch gesagt haben, wir sehen euch hier nicht als Bremse, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen euch hier als jemand, der ehrliche und auch berechtigte Bedenken hat. Und wie können wir die ausschließen oder wie können wir dem nachgehen? Und das waren teilweise wirklich lernpsychologische Bedenken, auch die dort geäußert worden sind. Oder eben diese Bedenken einer sozialen Spaltung, die ich auch gerade angesprochen habe. Und da haben wir also gesagt, okay, wir wollen hier nichts durchdrücken, sondern wir müssen uns wirklich gut überlegen, wie kriegen wir das hin, dass das Ganze funktioniert. Also ich glaube, wir haben dadurch einfach dann auch viel Vertrauen gewonnen, was wir sicher nicht gehabt hätten, wenn wir jetzt gezwungen gewesen wären, wie es ja bei vielen Schulen jetzt der Fall ist, sich dann jetzt schnell umzuorientieren. Trotzdem, auch da, Michael, da gebe ich, oder Michi, da gebe ich dir recht, muss diesen Prozess irgendwie dann trotzdem auch nachholen. Also viele Schulen haben ja jetzt irgendwie Wege gefunden und das ist ja auch vielleicht ganz gut, auch um zu zeigen, man muss nicht, das ist ja vielleicht so eine deutsche Eigenschaft, man muss erstmal alles vorher zu Ende denken, bevor man anfängt. In Dänemark macht man das anders, da probiert man einfach erstmal aus. Ja. Insofern, das hat ja auch seine Berechtigung, zu sagen, wir probieren einfach mal aus. Trotzdem muss man diese Prozesse nachholen, man muss diese Diskussion trotzdem stattfinden lassen und dazu rate ich ganz unbedingt, damit es nämlich nicht dazu kommt, dass man sagt, so jetzt ist Corona vorbei, jetzt brauchen wir eigentlich die Computer nicht mehr, jetzt können wir wieder normal Unterricht machen und das wollen wir nicht, sondern ich habe schon mal im anderen Zusammenhang gesagt, schulisch gesehen halte ich sogar die Pandemie für einen Glücksfall, also bitte, das ist jetzt nur auf Schule bezogen, natürlich ist das eine Tragödie, was da stattfindet weltweit. Aber für das Schulsystem in Deutschland ist es ein Reformschub, der schon, sage ich mal, 20 Jahre vorher hätte passieren müssen. Das ist was du ansprichst. Michi, du kannst gerne darauf eingehen gleich nochmal, aber das ist auch eine Frage hier. Ne? Hättest die Digitalisierung, und die richtete sich gerade auch an dich, an die Winterhude-Schule, auch ohne Corona gegeben? Und eine andere Frage, die sich noch auf Matthias' Beitrag bezogen hatte. Jetzt mit Corona machen viele Digitalisierung, braucht das nicht eigentlich mehr Sorgfalt? Und ich finde, in deinem letzten Part von der Antwort bist du darauf ja schon ein bisschen eingegangen. Die Prozesse müssen nachgeholt werden, aber trotzdem ist erstmal eine Dynamik da. Michi, wenn du noch was, seid ihr anders umgegangen mit den Eltern als bei Matthias über Corona? Also wir hatten im Vorfeld, also im Zuge dieses Nordsterns schon sehr, sehr viele Elterndiskussionen, Elternabende, Elterninformationsabende, zumal wir ja auch die 1:1 Get Your Own Device-Geschichte gestartet haben, Matthias, wie ihr auch. Und da war sehr, sehr viel Kommunikation mit den Eltern. Was jetzt Teams angeht, war Corona für uns, da ging eine riesengroße Tür auf, die alles beschleunigt hat. Also sie hat die Teams-Einführung, ich glaube, wir hatten irgendwann während der Corona-Zeit mal ein Dokument gefunden, wo wir so einen Schlachtplan aufgestellt haben, wie wir mit der Teams-Einführung vorgehen wollen. Ich glaube, das stand für April irgendwie jetzt dem Kollegium vorstellen oder so. Das hat das alles massiv beschleunigt. Und auch mit dem Get Your Own Device, wir hatten dann in der Corona-Zeit noch die erste Bestellrunde, die eigentlich für das nächste Schuljahr angesetzt war, ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt zwar noch keinen Beschluss, aber wir sehen, unsere Eltern wollen Geräte kaufen, weil sie zu Hause Geräte brauchen. Also machen wir doch jetzt das Angebot. Und die Beschlüsse haben wir am Ende des Schuljahres dann eben nachgeholt, weil Matthias, wie du sagst, man muss das, also man kann die Prozesse nicht übergehen, die kommen irgendwann. Aber ich noch ganz kurz wenn ich noch ganz kurz ergänzen darf, als wir uns aufgemacht haben, wir waren unter anderem auf der Didakta vor 3 Jahren, um zu gucken, was ist so technisch möglich. Und wir waren absolut geschockt. Die Didakta damals war also eine einzige Verkaufsveranstaltung von digitalen Tafeln. Und wir haben uns echt gegenseitig angeguckt, die Kollegen, die da waren, haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das deren Vorstellung von digitaler Schule ist.
dass also jetzt der Frontalunterricht mit einer leuchtenden Tafel versehen wird und dann ist das jetzt digitales Lernen oder wie? Und auch auf Wahlplakaten oder so, wenn es um digitales Lernen geht, ist das teilweise gruselig, was da für Vorstellungen präsentiert werden. Und da will ich jetzt gar nicht mit dem Finger auf eine Partei zeigen, das geht leider bei vielen, ist das der Fall. Mhm. Sondern nochmals diese Frage, die ich vorhin da in unseren Leitideen gezeigt habe, wofür brauchen wir das? Und ich glaube, wie Michael auch gerade sagte, jeder braucht sein Endgerät, jeder muss partizipieren können und wir müssen eben auch schaffen, dass wir demokratische Strukturen durchs digitale Lernen auch schaffen und nicht undemokratische, nämlich zentralistische Strukturen nur weiter verfestigen. Da ist auch eine Frage, die so ein bisschen da gut zu passt, nämlich hat sich der Unterricht nachhaltig verändert, also auch der in Präsenz? Also hat sich die Digitalisierung auf die Unterrichtsentwicklung in Präsenz auch ausgewirkt? Die, finde ich, passt ganz gut zu dem, was du zuletzt gesagt hast, auch nochmal. Also unglaublich. Axel Kromme hat mal gesagt, wenn ich eine Reise plane, macht es einen Unterschied, ob ich zu Fuß gehe, ein Fahrrad habe, ein Auto oder einen Hubschrauber. Und wir haben gemerkt, durch die Digitalisierung sind wir vielleicht jetzt ins Auto eingestiegen und merken jetzt aber durchs Auto erst, was alles erreichbar ist. Und wir starten gerade heute, während ich spreche, starten wir gerade ein neues Beteiligungsverfahren, weil wir sagen, wir sind leider strukturell noch nicht so weit wie die Winterhuder Schule, sondern wir sind eher noch ein klassisches Gymnasium, wenn ich das so sagen darf. Und wir sagen, wir haben aber jetzt gemerkt, wie viel mehr autonomes Lernen möglich ist, wie viel mehr Projektarbeit möglich ist. Wir waren wirklich begeistert von den Arbeitsergebnissen zur Corona-Zeit von unseren Schülern. Und gerade Schüler, die im Unterricht, also im klassischen Unterricht, still sind, wenig sagen, introvertiert sind, was die für Dinge abgeliefert haben, das hat uns wirklich die Socken ausgezogen. Ja, und daran sieht man die Notwendigkeit, dass wir so nicht weitermachen können. Und nochmals, das ist jetzt eben für uns der Startpunkt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wohin das läuft. Das wäre ja auch wieder undemokratisch, wenn ich sagen würde, wir machen Beteiligungsverfahren und dahin kommen wir. Aber ich glaube, wenn man schon mal so in den Gesprächen mit Eltern und Lehrern und Schülern, wir haben auch mehrere Umfragen gemacht in der Corona-Zeit, war das, was sich viele wünschen, mehr selbstbestimmtes Lernen, mehr Freiraum für Lernen. Und nochmals, also das wird unsere Lernkultur brachial verändern und unsere Lehrkultur auch. Und ich finde gerade das Spannende ist, dass wir haben einfach gemacht, wir haben einfach angefangen und wir konnten uns nicht vorstellen, wie gut Beziehungsarbeit funktioniert. Wir konnten uns nicht vorstellen, wie gut die Gremienarbeit funktioniert. Das hat sich alles entwickelt und wir sind da gemeinsam reingewachsen und sind aber auch gemeinsam als Lernende gewachsen, weil wir gesehen haben, oh wow, hier lerne ich wirklich mit den SchülerInnen zusammen und die SchülerInnen zeigen mir irgendwas, von dem ich noch gar nichts wusste, dass es hier möglich ist. Michi, eine Frage ging noch direkt an dich, nämlich zu diesen 7 Familien, die ihr nicht erreicht habt. Wie seid ihr damit umgegangen? Das ist wirklich die Top-Frage sozusagen, dass ganz viele hier auf Mentimeter sagen, das interessiert mich auch, was habt ihr mit denen gemacht? Ja, also es war immer ganz, ganz wichtig, Wert darauf zu legen, weil das auch in der DNA unserer Schule ist, zu sagen, wir nehmen alle mit, wir lassen niemanden zurück, wir sind eine Schule für alle. Und die 7 diese 7 wurden eben analog, die wurden angerufen, die wurden mit analogen Unterrichtsmaterialien per E-Mail versorgt. Und die haben wir, also das war für die TutorInnen mehr Arbeit, aber das ist eben mehr Arbeit, die muss eben sein. Und vielleicht so ein bisschen eine ergänzende Frage dazu, nicht die ihr nicht erreicht habt, sondern die datenschutzrechtliche Bedenken angemeldet haben, sozusagen, die habt ihr dann auch über andere, ach, das waren die. Genau. Und es gibt bei Teams auch die Möglichkeit, dass man sich per Telefon zuschaltet, dass man quasi sich einwählt in eine Konferenz. Und auch das ist dann eine Möglichkeit, wo man sagen kann, ohne Teams-Konto, ohne für Leute, die das nicht wollen, das ist total in Ordnung, dass sie das nicht wollen. Und für die finden wir andere Lösungen, unter anderem eben, ruf doch an und dann bist du auch bei allen dabei. Gehörst du auch dazu. Okay. Im Chat sind gerade noch Stimmen, die noch mal stark machen wollen, dass es natürlich auch jenseits der Digitalisierung
Möglichkeiten gibt, selbstbestimmtes Lernen zu fördern, ne? Und nochmal Demokratiebildung, kulturelle Bildung sozusagen hier ins Bild mitbringen. Das wollte ich noch einmal reingeben. Und eine Frage, weil sie auch so hoch gewotet ist, der Unterschied zwischen Moodle und iSurf, das bezog sich, glaube ich, noch auf deinen Beitrag, Matthias, da einfach nur einmal kurz als Verständnisfrage ist das, glaube ich, gemeint. Das sind doch beides Plattformen, oder? Ist die Frage. Ja, ganz ehrlich, das haben wir anfangs auch nicht verstanden, den Unterschied. Und das ist eigentlich so eine Sache, was gerade Michi sagte, man muss auch einfach mal losgehen und dann sieht man, einige Sachen ergeben sich dann. Also Moodle hat keine Kommunikationsfunktion. Ich kann darüber jetzt weder E-Mails schreiben, noch Videokonferenzen abhalten. Das kann ich alles über ein Lernmanagementsystem. Bei uns ist das mittlerweile so, dass Kommunikation eigentlich über das Lernmanagementsystem funktioniert, auch das Verteilen von Aufgaben. Und aber das ist ins Belieben der Kollegen gestellt. Es gibt viele Kollegen, die arbeiten nur mit dem Lernmanagementsystem, aber eben einige Kollegen arbeiten auch mit Moodle und das ist dann kursspezifisch. Also der Kurs hat dann dort eine Gruppe, da kann Material hinterlegt werden, da werden interaktive Tests gemacht, da werden Lernvideos hochgeladen. Also das ist so eine, sage ich mal, das ist dann vielleicht eher so die kurs- und klassenspezifische Materialsammlung und was wirklich im Unterricht passiert. Und iSurf ist dann eher die Kommunikation über Organisationsprozesse, aber eben auch, ja, nochmals E-Mail schreiben, Aufgabenmodul. Okay. Wir können dort drin Korrekturen auch hochladen den Schülern wieder und mit denen kommunizieren. Also das ist so ein bisschen der Unterschied, der sich für uns dann auch erst im Laufe der Zeit heraus kristallisiert hat, ne? Prima. Ich wollte noch ganz kurz einen Punkt zu den Kommentar sagen, dass man natürlich auch nicht digital diese andere Lernkultur haben kann. Ja, aber auch das haben wir schon lange probiert und wir haben uns das auch schon lange auf die Fahnen geschrieben. Aber es ist oft im Alltag stecken geblieben. Denn allein die Kopierarbeit, die ich mit einem Stationenlernen, mit Portfolioarbeit, mit Lernbüros zubringe, wir haben das alles gemacht und uns auch echt viel Mühe gegeben. Es ist aber im Endeffekt doch so ein bisschen in den Anfängen stecken geblieben. Mhm. Und wenn ich jetzt im Klassenraum sitze und ich kann Stationen lernen, muss ich gar nicht aufbauen, kann sogar aus Hygienegründen, kann jeder am Platz bleiben, weil alle Stationen auf ihrem Gerät haben und ich kann per AirDrop die Lösungen dann verschicken von da, wo sie sitzen. Oder ich kann eben bindifferenziertes Material verteilen. Also die Möglichkeiten, und das ist jetzt auf einer ganz einfachen Ebene, da spreche ich noch nicht vom Programmieren von irgendwelchen interaktiven Sachen, sondern wirklich, da rede ich erstmal über das Austauschen von PDFs. Das kann schon jeder Kollege machen, der nicht besonders medienaffin ist. Und das hat für mich schon an sich einen Mehrwert. Ja, also es ist wirklich Stunden von Arbeit, die ich mir dadurch spare. Okay, super. Vielen Dank. Wir haben noch ein paar spannende Fragen tatsächlich über Mentimeter. Ich möchte Sie, die Fragen eingestellt haben, die noch nicht beantwortet sind, nochmal anregen. Überlegen Sie sich doch, ob das nicht auch eine spannende Frage fürs Barcamp morgen wäre, weil ich glaube, da finden sich auch tatsächlich nochmal Leute zusammen, die unterschiedliche Impulse reingeben können. Zum Beispiel, wenn die Technik nicht so weit ist wie die Motivation des Kollegiums. Ich glaube, das ist eine prima Frage zum Beispiel fürs Barcamp. Ich stelle in den Chat auch gerne nochmal die Seite. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mit den Fragen erstmal Schluss. Ja? Dankeschön. Gerne. Danke an euch alle drei. Danke an alle, die sich beteiligt haben an den Fragen. Danke dir, Sandra, fürs Bündeln. Gerne. Und danke an euch nochmal fürs Teilen eurer Erfahrungen. Wir sehen uns ja nochmal gleich nach einem kurzen Breakout. Dankeschön. Und das habe ich jetzt hiermit schon quasi angekündigt, dass wir selbst alle jetzt ein bisschen noch aktiver werden und nicht nur aktives Zuhören machen, sondern wir machen eine kleine Pause in den Murmelgruppen. Also wir kommen wieder in kleine Gruppen zusammen für ungefähr 5 Minuten, indem wir noch mal ein bisschen reflektieren wollen, wozu... Also was sind vielleicht auch eigene Schritte, erste kleine Schritte oder wie ist der Stand an Ihrer Schule? Also da können Sie sich natürlich gerne zu austauschen, dazu würden wir Sie gerne einladen. Und die Frage, die wir auch gerne nochmal den beiden Referenten stellen wollen, um da auch vielleicht nochmal Tipps zu holen und so weiter, ist, wozu möchte ich gerne selbst jetzt noch mehr hören? Also was brauche ich vielleicht auch, um erste Schritte zu gehen? Und damit starten wir die zweite Runde der Murmelrunde, der Murmelgruppen für 5 Minuten und holen sie dann wieder automatisch zurück.
Da der Hinweis auch nochmal, ehe Sie reingehen, Entschuldigung, noch nehmen wir da auch nochmal, dass Sie auch wiederum die Fragen auch wieder im Mentimeter stellen können. Da gibt es dann auch nochmal eine extra Folie, sodass wir das auch dann auch von allen Gruppen, die sich beteiligen wollen, nochmal mitbekommen wollen. Jetzt aber viel Spaß. Hallo und willkommen zurück. Sie trudeln wieder ein. Wunderbar. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen und inspirierenden Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken und holen uns nochmal Matthias und Michi auf die Bühne. Und gerne auch zu schauen. Sandra, magst du deinen Bildschirm freigeben? Dann können wir gemeinsam drauf gucken, was da so passiert ist. Ich glaube, die Leute haben heute gewählt, eher sich miteinander auszutauschen zu ihren konkreten Schritten. Es sind keine Fragen in Mentimeter jetzt eingegangen. Okay. Zu der neuen Frage, wozu sie noch gerne mehr hören möchten. Okay, dann lass uns doch noch mal schauen auf die anderen. Sandra, bleib gleich hier für die anderen Fragen, die vielleicht keinen Raum gefunden haben, die wir vielleicht noch an die beiden stellen. Ja, dass wir zum Beispiel dreimal mit dem Kollegium, also wenn man ein sehr motiviertes Kollegium hat, aber die Ausstattung nicht, war eine Frage, die noch offen ist. Und eine andere, wie mit den jüngeren Schülerinnen umgegangen wurde. Also welche Hürden und Chancen gab es gerade für die Kleinsten? Ich kann bei den Kleinsten anfangen. Ja. Denn wir hatten begonnen, die Primarstufe war am Anfang nicht dabei bei Teams. Die hatten das auch sehr, sehr schön und sehr, sehr niedlich über Padlets gelöst. Hatten Padlets eingerichtet, die SchülerInnen konnten bei Padlet was posten. Sie haben Morgenkreis über Padlet gemacht und so. Und dann hat es aber, ich glaube, 2 Wochen gedauert und dann haben die über Geschwisterkinder, kam dann der Wunsch, ey, wir wollen aber auch, ich will auch mit meinen MitschülerInnen sprechen können. Ich will auch chatten können, ich will auch diese Videocall-Funktion haben. Und meine Tochter ist in der ersten Klasse und das war sehr, sehr niedlich zu sehen, wie die plötzlich auch da ganz intuitiv reingewachsen sind. Ich habe dann jeden Tag Tausende von GIFs gekriegt von meiner Tochter, die das total super fand und die dann auch darüber angefangen hat, mit ihren Freundinnen zu chatten. Sie hatten dann auch einen Morgenkreis. Also auch die Kinder sind sehr, sehr intuitiv, die 6-, 7-, 8-Jährigen, sehr intuitiv damit umgegangen und hatten dann darüber, also haben die Kommunikationsplattform weniger zum Arbeiten genutzt, wobei meine Tochter auch Duolingo gemacht hat und Khan Academy vor allem. Aber mehr wirklich um die Kommunikation in dieser doch schwierigen Corona-Zeit, die Kommunikation mit ihren FreundInnen aufrechtzuerhalten. Ja, ich würde gerne nochmal die Frage stellen nach dem Mitnehmen der Kollegen nochmal ganz konzentriert an euch beide. Das war ja nun unterschiedlich, das wissen wir, also je nachdem, welchen Prozess wir uns jetzt hier genauer anschauen. Und die Frage kommt dann doch immer wieder, vor allem an die, die möglicherweise unterschiedlich, also es gibt ja immer unterschiedliche Voraussetzungen, auch dem Willen dazu, sich damit zu beschäftigen etc. Wie kann das gut gelingen, aus eurer Erfahrung gesprochen? Vielleicht Matthias? Ja, also zunächst einmal will ich dem Eindruck widersprechen, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Sondern ich glaube, das ist eher eine Einstellungssache. Wir haben bei uns Kollegen gehabt, die kurz vor der Pensionierung waren und trotzdem total lernbegierig waren und das genutzt haben. Und eine Kollegin, die ist jetzt im Sommer pensioniert worden, die hat das ganz toll gemacht. Die hat nämlich auch selber Bammel, was falsch zu machen. Und die ist immer in die Klasse gegangen und hat gesagt, so, heute möchte ich was mit den iPads machen und zwar dies und das. Das hatte sie schon durchgelesen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kriege das einfach nicht hin. Ihr müsst mir helfen. Und das war super. Ja, weil die Kinder hatten wirklich Lust. Die wollten ihr das zeigen. Und die haben ihr das auch gezeigt. Und nach konnte sie das. Das heißt, die ist nicht nur durch unsere Kollegen fortgebildet worden, sondern durch ihre Schüler. Aber ich glaube, diesen Mut und diese Offenheit, die muss man erstmal haben. Also deshalb, das hat schon auch was mit dem Kopf, mit dem Mindset zu tun.
Ja, ansonsten, wie gesagt, möglichst viele kleine Fortbildungen, möglichst niederschwellig, deshalb auf Kollegiumsebene. Wir nennen das bei uns App-Café. Das ist also immer eine kurze definierte Zeit, meist nur eine halbe Stunde. Da wird entweder eine App vorgestellt oder man kann Fragen stellen. Momentan sammeln wir, was das Kollegium sich noch wünscht an App-Cafés, und das sukzessive immer wieder anbieten und dadurch so die Hemmschwelle niedrig halten möglichst. Über einen längeren Zeitraum dann auch, genau. Also angereichert genau. Durch Dinge. Ja, und digitaler Unterricht heißt auch nicht, dass ich jetzt von heute auf morgen plötzlich steigt grüner Rauch auf und alles ist anders, sondern ich kann erstmal ganz normal meinen Unterricht machen und mache vielleicht mal im Deutschunterricht einen Einstieg über ein Mentimeter, mache da vielleicht eine Wortwolke. Das ist doch schon mal ein Anfang. Also das kritisiere ich auch manchmal so ein bisschen an den Mediendidaktikern momentan, dass so ein bisschen Überwältigung momentan stattfindet. Es gibt die und die Apps, paff, 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 und hier hast du den schon gehört. Und du musst jetzt hier aber auch eine Umfrage, kannst du nicht nur mit Mentimeter machen, sondern das geht ja auch mit Edkimo und bla und blub. Das ist zwar alles richtig, aber es hat auch manchmal abschreckende Wirkung auf die Kollegen, gerade auf die Kollegen, die sich jetzt erst auf den Weg machen. Deshalb ist mein Rat, erstmal ein, zwei Apps definieren, die wirklich wichtig sind. Und da würde ich jetzt mal sagen, das sollte ein Lernmanagementsystem sein und irgendein kollaboratives Tool, mit dem ich arbeiten will. Und damit erstmal anfangen und darin erstmal Erfahrungen sammeln und sicher werden. Und dann kann man immer noch mehr machen. Und man wird, je länger man drin ist im Thema, wird man einfach sehen, es wird eh irgendwann so unübersichtlich, dass selbst die Experten irgendwann selber sich wieder einengen. Und ja, es gibt mittlerweile Mediendidaktiker, die dazu raten, nicht mehr als 5 Apps im Unterricht zu nutzen. Mhm. Ja. Also das, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht, aber zumindest sollte man sich nicht davon beirren lassen, wie viel es an Möglichkeiten gibt. Das ist eben wie das Internet. Klar, da steht alles und nichts drin. Ich muss selber die Kompetenz erwerben, auszusuchen, was brauche ich eigentlich. Und das Gute ist aber, ich habe andere KollegInnen, die haben das schon ausprobiert und von deren Erfahrungen kann ich profitieren, wenn ich es schaffe, so Mikrofortbildungen zu institutionalisieren. Wir haben damit gerade angefangen, jetzt in diesem Schuljahr, und auch da hilft eine Kommunikationsplattform wie Teams ungemein, weil sie die Hürde niedrig hängt. Ich muss mich nicht irgendwo in der Liste eintragen, ich muss nicht irgendwo zu irgendeinem Termin irgendwo sein, sondern ich kann zu Hause sein, ich kann mich einfach dazuschalten, ich kann sogar im Auto sitzen und kann das einfach anmachen und kann dem lauschen. Also das, die Schwarmintelligenz nutzen und auch diesen Schwung, der dann im Kollegium entsteht. Dann noch eine abschließende Frage. Mal angenommen, ich bin eine Lehrerin an einer Schule, die jetzt zufällig in dieses Webinar gestolpert ist und jetzt von diesen vielen Möglichkeiten hört und möglicherweise auch der Meinung ist, dass man in der eigenen Schule da gar nicht so viele Leute findet, die einem eine Mikrofortbildung anbieten können. Was mache ich dann? Wo gewinne ich mich ran? Habt ihr so einen 1A-Tipp, wo ihr sagt, das ist die Quelle, die ihr auch vielleicht gerne nutzt, die ihr vielleicht hier noch kurz als Abschließendes weitergeben wollt? Ich habe gestern retweetet von jemandem bei Twitter, der heißt @schulentwickler, der heute gesagt hat, kommt doch in mein Webinar heute um 14 Uhr. Ich wusste überhaupt nicht, Matthias, dass du das bist, und habe dann retweetet und hab geschrieben, da bin ich auch, kommt dazu, das ist toll. Twitter-Lehrerzimmer. Ja, vernetzen. Mein ganz, ganz großer Tipp. Ist vielleicht leicht erklärungsbedürftig, kann ich das kurz noch ergänzen, was das ist? Also das ist sozusagen auf Twitter man registriert sich auf Twitter und relativ schnell merkt man, das sind verschiedene Hashtags, die Rautenzeichen am Anfang, und über den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer passiert Enormes. Das kann ich vielleicht auch aus meiner Sicht nochmal beisteuern. Das ist also auch die Fortbildung to go quasi. Ja, und ich habe in diesem Jahr angefangen. Also ich kam an meine neue Schule und die haben gesagt, ey, du musst zu Twitter. Aber ich will gar nicht und ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann haben sie mich aber überredet und dann war ich da drin und dachte, ey, von überall kriegt man Inspiration. Es ist wirklich, es lohnt total und man muss gar nichts schreiben. Es reicht, wenn man einfach nur zuhört und guckt. Matthias, hast du noch einen Tipp? Also vernetzen ist das A und O. Wenn man es digital nicht möchte, sich Bildungsnetzwerke in der eigenen Stadt vielleicht suchen, eine Nachbarschule, mit der man losgehen will. Das wird teilweise auch schon von den Universitäten unterstützt. Die Uni Duisburg-Essen, die bietet sowas zum Beispiel an. Regionale Bildungsnetzwerke zur Digitalisierung nennt sich das. Das kann ich also sehr empfehlen, weil man eben dort sehr konkret eigentlich an dem arbeitet, was die eigene Schule gerade braucht, was Herausforderung ist.
Und ich habe mir gerade noch erlaubt, in den Chat mein Padlet hochzuladen. Da ist eine Übersicht über die Apps. Aber Achtung, genau die Gefahr besteht jetzt, sich nicht erschlagen lassen, sondern das soll nur so ein Steinbruch sein, den man vielleicht immer mal wieder sich anschauen kann, um mal zu gucken, was noch so geht und was man vielleicht ausprobieren kann. Aber vernetzen überhaupt, also ich glaube, wir brauchen Kulturwandel auch in Schule. Der hat auch schon begonnen, meine ich. Da bin ich auch recht optimistisch. Wir müssen uns viel mehr vernetzen. Wir müssen uns verabschieden von diesem Einzelkämpfertum. Wir müssen viel mehr in Teamstrukturen denken. Und Michi hat das ja so schön gerade gesagt, das wird ja auch befördert durch diese Medien. Also bei uns dasselbe, dass eben die Arbeitsgruppenarbeit viel mehr jetzt stattfindet. Man kann auch teilnehmen, wenn man die Kinder betreuen muss, weil man sich eben zuschalten kann. Also dieses asynchrone Arbeiten erhält eben nicht nur im Unterricht, sondern auch in der schulischen Organisationsarbeit einen viel höheren Stellenwert. Und man fragt sich fast, warum haben wir das nicht schon vorher so gemacht? Das, gute Frage. Das machen wir jetzt nicht mehr so. Wir machen das jetzt alles so zusammen. Und ich danke euch. Ich danke sehr Sandra Wille. Vielen Dank für die Betreuung und das Einbringen der Fragen. Ich danke Michi, ich danke Matthias für eure Arbeit und für das Wiedergeben. Also bei mir ist ganz viel Motivation und Inspiration angekommen. Insofern Dankeschön an euch. Wir sehen uns ganz sicher wieder. Und mir bleiben nur noch abschließende Worte zu sagen und den Aufwind zu nutzen, um sie gleich weiterzuführen in Es geht noch mit der Themenwoche weiter. Das sehen Sie anhand des Programms. Heute wird es noch zwei Webinare geben. Es geht um Führung einer Schule im virtuellen Kontext. Wie kann das gelingen? Und Sie können 18 Uhr die Preisträgerschulen von 2020 kennenlernen. Und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, 20.15 Uhr zur besten Sendezeit gibt es ein kleines Behind-the-Scenes inklusive mir und mit anderen und unseren weiteren Moderationen. Und da machen wir ein bisschen Reflexion gemeinsam, was uns so an Feedback und so weiter aufgefallen ist. Und wir möchten uns dann nochmal mit Ihnen und euch zusammen austauschen, da also auch die herzliche Einladung. Letzte Einladung, und dann bin ich fast am Ende, ist die zum Barcamp noch einmal zu sagen. Morgen wird der Teppich geöffnet für Sie alle da draußen, kurze, kleine, umfangreiche, wie auch immer, Fragen zu stellen oder Eindrücke und Erfahrungen zu teilen. Ab 10 Uhr geht's los. Und der letzte Link für heute, der kommt von Sandra Wille und der Hinweis kommt von mir. Es gibt einen Feedbackbogen zu diesem Webinar und das möchten wir gerne ausgefüllt haben von Ihnen, wie Sie es fanden. Wir lernen auch natürlich und wir wollen auch besser werden und wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns ein Feedback dalassen, wenn Sie jetzt schon auf den Link klicken. Dann bedanke ich mich sehr für Sie alle, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich bei den Mitwirkenden. Ich bedanke mich bei Fong Nguyen für die dritte Moderation im Hintergrund. Ich bedanke mich bei Sandra Wille und Matthias und Michi. Ganz lieben Dank. Alles Gute und bis bald.